amerikanische Traum lebt, aber es gibt nicht nur einen amerikanischen Traum. Es gibt den Traum derjenigen, die mit Hightech leben, die Hochbahnen begrünen und kämpfen für die gleichen Rechte von Flüchtlingen und Frauen, die kämpfen für ein vernünftiges Waffenrecht, die Gewaltstimmung in dieser Gesellschaft zurücktreiben wollen. Und es gibt diejenigen, die sehen in diesem amerikanischen Traum die Abwesenheit des Staates, sie beharren auf dem Recht, Waffen tragen zu können, sie wollen ein gottgewolltes Leben führen, wie sie es definieren. Und diese beiden amerikanischen Träume sind immer unvereinbarer geworden. Donald Trump ist Ausdruck, nicht Produzent dieser Spaltung in der Gesellschaft. Und nun hat sich diese Spaltung in der Gesellschaft fortgesetzt in eine Spaltung der Politik. Wir haben ein mehrheitlich demokratisches Repräsentantenhaus, einen mehrheitlich republikanischen Senat. Beide können mit diesem Ergebnis erstmal zufrieden sein. Jene Republikaner, die gar keine Republikaner im klassischen Sinne mehr sind, sondern Trump hat die Republikaner zu seiner Partei umgeformt. Und jene Demokraten, die denken, sie können mit dieser Mehrheit, und das ist die Mehrheit der Bevölkerung, die ihnen hinter ihnen steht, hinter den Republikanern steht die Mehrheit der Staaten, die Mehrheit der Bevölkerung ist demokratisch, das könnten sie mobilisieren. Ich glaube, für Europa kommen dabei schwierige Zeiten raus. Das Verhältnis wird nicht besser werden. Der Präsident wird, gerade weil er keine gesetzgeberische Mehrheit mehr hat, eher unberechenbarer werden, wenn man denn die Umsetzung der eigenen Ankündigungen für Unberechenbarkeit hält. Ich teile das nicht. Ich glaube, er hat all das gemacht, was er vorher angesagt hat, vom Iran-Abkommen raus aus der UNESCO, raus aus dem Klimaschutzabkommen. Also es wird ungemütlicher werden und das zeigt, dass im transatlantischen Verhältnis neue Bedingungen zählen. Wir hatten früher eine enge Partnerschaft, die beruhte auf gemeinsamen Idealen, auf gemeinsamen Interessen und auf gemeinsamen Institutionen. Die Ideale sind schon vor längerer Zeit unter die Räder gekommen, auf beiden Seiten. Das ist keine einseitige Zuweisung auf Amerika wegen des Irakkriegs oder des Vietnamkrieges. Da müssen sich die Europäer in Libyen mindestens genauso an die Nase fassen. Die Gemeinsamkeit bestand eher in der Verletzung der Ideale. Die gemeinsamen Interessen waren immer offener Handel und eine Herrschaft des Rechts. Das hat Donald Trump massiv aufgekündigt. Und die gemeinsamen Institutionen erodieren schon länger. Gemeinsame Institutionen, nicht nur wie das Weltklimaabkommen, sondern der Internationale Währungsfonds und die Weltbank, in all diesen haben die USA eine Politik verfolgt, die mit den neuen Kräfteverhältnissen der globalisierten Welt nicht mehr in Übereinstimmung sind. Und insofern befinden wir uns jetzt in einer sehr konflikthaften Zeit zwischen Europa und den USA.